Heute zum Freitag, den 26. Juli 2024, stehe ich hier wieder am Friedinger Bahnhof. Heute kommt ein Sonderzug, auch wieder aus der Richtung von Ulm. Den nehme ich heute auf. Und das Ausfahrsignal in Richtung Sigmaringe, Ulm, steht wieder auf Halt. Das Signal steht auf freie Fahrt hier, das Ausfahrsignal in Richtung Donaueschingen. Jetzt kommt wieder ein Zug aus der Tuttlinger Gegend, fährt in die Friedinger Bahnhof ein. Sieht so aus wie ein Güterzug. Ist ja einer. Das ist sogar ein Tankzug. Und jetzt müsste noch bald der Sonderzug aus der Richtung von Ulm kommen. Ulm, Sigmaring. Dann geht es hier gleich weiter über Friedinge, Tuttlinge und so weiter. Jetzt wird er gleich das Doppelsignal wieder umstellen auf Stopp, auf das warte ich noch. Okay. Und von hier oben aus habe ich eine wunderbare Aussicht hier auf die Bahnstrecke, auf die Felsmassive,
Aber wie gesagt, nur auf ein Teilstück. Ich stehe hier zwischen Friedinge und Mülheim, ungefähr auf der Hälfte von der Strecke. Und dann, wie sage ich immer so schön, lass dich überraschen, dann werden Träume wahr. Momentan war es ein Albtraum. Naja, kann man nichts machen, das ist höhere Gewalt. Und wie habe ich schon so oft euch das gesagt, habt ihr Zeit. Dafür könnt ihr jetzt die schöne Aussicht genießen von der Uhr. Was hat der liebe Herrgott alles erschaffen? Wunderbar hat er das gemacht. Da kann man ihm nur gratulieren zu seiner hervorragenden Leistung, die er vollbracht hat. Und jetzt sehe ich sogar noch das Vorsignal. Da kann ich mich danach richten, dass da denn irgendwann mal hinzukommt. Hier kann man einfach nicht genug kriegen in der herrlichen Natur. Das Vorsignal steht auf freie Durchfahrt, also kommt jetzt endlich in Zug. Dieser Regionalzug, meine Lieblingsgarnitur, die rote, fährt jetzt gleich in den Friedinger Bahnhof ein. Und dann geht es weiter über Beuern, da wo das Kloster steht, den Hausen im Tal. Vorher sieht man dann auf der rechten Seite nachher die Burg Wildenstein. Und wenn er dann kurz vor Hausen im Tal ist, dann sieht man auf der linken Seite das Schloss Wehrenwag. Das steht leider unter einem Privatbesitz. Und dann fährt er dann weiter von Hausen im Tal nach Sigmaringen und Ulm. So, das Warten hat sich jetzt rentiert, das war dann noch auf den Gegenzug. Aber mit Sonderzug ab 10.30 Uhr Friedinge war nichts drin. Ist das nicht schön hier an der schönen blauen Donau, in diesem wunderbaren Bergland hier.
Die Donau, die fließt jetzt an Friedingen vorbei. Dann geht es weiter an der Ruine Kalleberg. Da schlängelt sie sich so schön durch. Dann am Schloss Bronnen. Dann geht es weiter vom Jägerhaus. Kann man dann hochschauen zum Berggasthof und zum Knopfmacher Felsen, wo man auch einen wunderbaren Ausblick dann hat. Wieder rüber zum Schloss Bronnen. Und dann hat man dann auch wieder von da oben, von dem herrlichen Ausblick, wieder runter ins schöne Donautal. Kann man dann weiterschauen bis zum Kloster Beuron. Und dann anschließend geht es dann wieder weiter in Richtung Haus in dem Tal. Alles an der Bundesstraße entlang und auf dem herrlichen Radnetzweg. Das geht dann her bis Haus in dem Tal, sag ja. Und dann nach Sigmaringen. Also diesen Radnetzweg haben sie wirklich sehr schön angelegt. Bin ja auch schon ein paar Mal gefahren. Kann ich also nur allen Radfahrern und Wanderern wärmstens empfehlen. Da seid ihr denn in der schönsten Gegend. Und in Hausen im Tal gibt es einen wunderbaren Campingplatz. Ja, da sind bestimmt schon viele, wo jetzt Urlaub machen. Und hier könnt ihr die Natur genießen, wo ich jetzt stehe. Da zwischen Friedingen und dem Mülheimer Bahnhof. Ja, es ist schön, es geht wieder ein prima Lüftle. Und ich stehe hier am Schatten. Es ist doch schön hier, direkt an der Donau und im Schatten. Es gibt ein schönes Bild. Jetzt haben sie das schönste Wetter hier, die Bauern. Also da wieder einwenden. Macht es gut.
Und da oben sieht man noch den gelben Fels. Da werde ich eventuell auch noch heute hinfahren, weil von dort aus hat man auch noch mal hier eine wunderbare Sicht runter zur Bahnlinie und ins Donautal. So, jetzt bin ich hier oben angekommen, ihr könnt es ja lesen. Ich bin nicht so ganz schwindelfrei, muss ich aufpassen, dass mir hier nichts passiert. Ah, wieder eine rote Garnitur. Schade, jetzt kommt der Baum hier dazwischen. Der fährt jetzt hier in den Mülheimer Bahnhof ein. Oh, das geht in meine Knie. So, diesmal habe ich Glück. Meine Lieblingsgarnitur. Der schöne rote Zug. Kommt von Donaueschingen und ist hier gerade am Mülheimer Bahnhof abgefahren. Und dann kann ich euch mal richtig ranholen. Und da unten an dem Bahnübergang bin ich vorhin gestanden. Und jetzt bin ich mal hier oben angekommen, am gelben Felsen. Und für meine Eisenbahnfreunde und Wanderer nehme ich das jetzt hier schön auf. Und weiter geht's hier durch den schönen, kühlen Wald, durch das herrliche Donaubergland. Bis zu dem besagten Ausblickpunkt. Der Ausblickpunkt heißt zum Frauenfelsen. Und jetzt bin ich ja wieder am Frauenfelsen angekommen. Und hinter mir ist die Kolbinger Höhle. Und die ist jetzt dann auch gleich geschlossen und da will ich ja eigentlich nicht hin. Ich suche halt noch einen schönen Aussichtspunkt. Hier hat man zwar auch eine gute Aussicht, aber nicht in Richtung Mülheim, sondern nur in Richtung Friedinge. Und hier oben geht wieder ein schönes, angenehmes Lüftle. Schade, dass jetzt gerade kein Zug kommt. Aber ich kann euch jetzt mal dahinter nach Friedinge oben auf dem schöne Berg, kann ich euch die Ruine Kalleberg zeigen. Die hole ich euch mal richtig ran. Jetzt habe ich gesehen, dass da ein Zug kommt. Signal steht auf freie Fahrt in Richtung Friedinge. Holt euch mal ein bisschen ran.
Jawohl, das hat wunderbar funktioniert. Und hier am Breitestein vorbei kann man neben der Donau auf dem wunderbaren Radnetzweg über Friedingen fahren, dann wieder weiter auf dem Radnetzweg nach Friedingen, dann nach dem Turm. Das ist da die Ruine Kalleberg, die hole ich euch auch nochmal ran. Da geht es auch immer schön an der Donau entlang. Auf diesem wunderbaren Radnetzweg. Da sieht man nochmal hier die Ruine Kalleberg. Und da dran vorbei geht es dann weiter. Am Schloss Bronnen vorbei, am Gasthof zum Jägerhaus. Da kann man sich immer wieder mal schön stärken und was trinken. Und dann kann man auch an der Donau ein bisschen Rast machen. Kann man auch über so Steine über die Donau drüber laufen und zum Berggasthof Knopfmacher hochlaufen. Und von dort aus hat man dann, wenn man in linker Hand dann reinschaut ins schöne Tal, kann man nach Beuron zum Kloster schauen. Und wenn man dann auf dem Ausblickpunkt ist zum Knopfmacher Felsen, kann man dann auch zum Schloss Bronnen rüber schauen. Und wenn man dann da fertig ist, wenn man da unten vom Radnetzweg weiterfahren will, ab dem Jägerhaus, dann geht es dann, wie gesagt, am Kloster Beuron vorbei, wieder auf dem schönen Radnetzweg in Richtung Hausen im Tal. Da gibt es einen wunderbaren Campingplatz. Da waren wir auch schon. Und da kann man auch auf jeden Fall weiterfahren, bis nach Sigmaringen. Natürlich kann man auch nach Beuron rechter Hand kann man dann zur Burg Wildenstein hochschauen oder filmen oder fotografieren. Und dann bei Hausen im Tal ist dann wieder das schöne Schloss Wehrenwag zu sehen. Steht aber leider unter Privatbesitz. Da kann man nur von außen fotografieren und filmen. Aber man kann halt leider nicht dieses schöne Schloss besichtigen. Aber dafür sind wir hier ja in der schönsten Gegend. Und hier können Urlauber, auch Einheimische und so weiter, voll auf ihre Kosten kommen. Die wollen also nicht da große Flugreisen machen. Ich bin auf jeden Fall auch nicht dafür. Ich denke, dass auch wir oder auch ich noch gar nicht alle schönen Flecke auf dieser schönen Welt gesehen haben, sprich Deutschland. Naja. Aber ich sage ja immer, wir haben ja alles bei uns vor der Türe. Warum denn in die Ferne reisen, wenn das Gute liegt so nah? Ne? Okay, das war so ein kleiner Einwand für diejenigen, die sich mein Video anschauen, dass sie denn wissen, wenn sie mal hier oben sind auf dem Frauenfelsen, wo die Strecke denn eigentlich lang führt. Obwohl, da gibt es ja auch so Apps, wo man alles schauen kann. Aber ich sage mir immer, wenn man selber live vor Ort dabei ist und das filmt, macht es viel mehr Spaß.